Hallihallo allerseits und wir sind hier wieder zurück bei einer Runde Vampire. Ich habe mal gedacht, in dieser Runde oder in dieser Folge finden wir. Wo zur Hölle bin ich hier? Bin ich nicht in meinem Versteck? Was machen die jetzt da? Ich wollte eigentlich sagen, finden wir das Paket. Von dem Barry Lewis. Ah, verzieh dich, ey. Danke, Kamera. So. Oh, ich hab Skrale mit in meinem Versteck. Also bitte, was soll das denn? Vor allem habe ich ja nach der Aufnahme kurz gespeichert, logischerweise. Spiel beendet. Warum kann ich das jetzt schon wieder öffnen hier? Puh. Sehr merkwürdig. Nämlich da, wo das Paket ist, ist das, wo wir letzte Folge die zwei Werwölfe da umgebracht haben und die anderen Typen da. Kann nämlich sein, dass ich dann wieder dahin muss jetzt. Also, ich muss dahin, aber kann sein, dass ich nochmal alle neu töten muss. Da. Plunder und mehr. Finde das Paket. Da komme ich ja gar nicht durch. Warte mal. Wie bin ich denn da hingekommen? Hä? Ich gerade völlig blöd. Entschuldigung. Ich bin völlig verwirrt. Aua. So. Ganz woanders offline gegangen, also quasi aus dem Spiel raus. Jetzt laufe ich hier wieder einmal rum. Das kann auch nicht Sinn der Sache sein. Sehr, sehr strange. Bisschen komische Sachen. So, jetzt müssen wir, genau, hier ist die Tuse da. Und dann geradeaus durch. Ach. Haben wir auch noch nicht gesehen. So, jetzt muss ich eigentlich nur geradeaus. Und dann. Entschuldigung, wenn ich immer so oft gucken muss. Geradeaus. Und die zweite rechts. Das hier wäre die erste rechts. Und das hier wäre die zweite rechts, richtig? Ja. So, dann finden wir mal eben sein Paket. Vielleicht ist er ein bisschen netter zu uns und erzählt uns irgendwas. Sind jetzt hier die ganzen Gegner? Ja, komm her. Ja, da war leuchtende Augen. So, weg mit dir. Ich vergesse immer, dass wir auch unsere Schattenfähigkeit noch haben, ne? Nicht benutzt. Aber wenn Gegner hier neu spawnen, dann kann man ja eigentlich quasi auch unendlich farmen, ne? Wenn man das Spiel einmal beendet und wieder neu startet. Oh. Ach, Y schieße ich. Den Revolver ausgerüstet. Macht aber nicht so viel Damage. Der ist nicht gegen Fernkampf gut gerüstet. Paket müssen wir finden, das ist irgendwo hier. Finde das Paket. Da ist er wieder, unser Freund. Ist auch wieder gespawnt. Und dann müsste da unten der andere her sein. Hallo. Ja, genau wie beim ersten Mal. Ah, der macht Damage, wenn er trifft. Au. Au.
Ah, ich versuche mich doch gerade nur zu heilen. Das war die falsche Taste, die ich gedrückt hatte. Warum suchen die Vampirjäger also nur Vampire und keine blöden Werwölfe hier? So. Das hat die falsche Taste gedrückt zum Heilen. Ja. Ich Idiot. So, hier muss jetzt irgendwo sein Paket rumrennen. Rumrennen vor allem. Ach, da oben hätte ich auch noch. This could be the box. Ah. Lewis thought he lost. There's a letter inside. Da ist ein Brief drin, ne? Können wir da reingucken? Inventar. Gegenstände. Questgegenstände. Kleine Kiste ansehen. Barrett, es gibt keine leichte Art, das zu sagen. Darum sage ich es einfach frei heraus. Wir können so nicht weitermachen. Zumindest ich kann es nicht. Wenn Joe jemals herausfindet, dass wir, seine Frau und sein bester Freund, es würde ihn zerstören. Und dann würde er dich töten. Wir hätten schöne Zeiten zusammen, doch wir müssen es einsehen. Ich werde niemals deine Jane Lewis werden. Du weißt es und ich weiß es auch. Also beende ich es jetzt, hier und jetzt. Wenn du meine Entscheidung respektierst, werden wir, Joe, du und ich, sicherlich auch irgendwann wieder glücklich sein. Und der wichtigste Teil unserer Geschichte wird immer ein Geheimnis bleiben. Bis zu diesem Tage hoffe ich, dass du mir vergeben kannst. Lebe nun wohl, Jane Peterson. Aha. Eine Frau und sein bester Freund. Joe Petersons wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Oh. Achso, wem ich das geben soll. Ha. Natürlich eine gute Frage. Kann ich im Kampf eigentlich wieder da hoch? Aua. Also die Pistole macht nicht so viel Damage, also... brauche ich gar nicht benutzen. So, bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg wieder nach draußen? Ne, da sind die anderen. Genau, hierhin geht es jetzt wieder zurück. Ja, wem soll ich denn jetzt den Brief geben? Ich meine, er hat ihn ja betrogen, ne? Dann sorgen wir mal für Gerechtigkeit und geben diese Kiste mal dem Joe. Dem Joe Patterson. Und dann gucken wir mal, was passiert. Nächste links. It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please, Joe. How long are we not? So. You again. Haben wir hier noch was Neues? Harry ist unglücklich in Whitechapel. Harry doesn't seem happy living. I've always put my son's interests. You really? He's my. Do you have any? Only one. Gut. Bitte schön. I think the documents in this box could be of some interest to you. Really? Where'd you get it? I found it in an abandoned building nearby. I thought you might want to keep these letters. Let me see. Letters about my boy. Genau, über deinen Jungen. You do not appear surprised or pained by this. Surprised about what? Harry's my son, I'm his father. That's all there is to know, don't you think? Yes, I suppose you're right. Here's a little something for your trouble. And to remind you to keep your mouth shut about all this. Wow, 25 Schillinge, danke. Goodbye, Mr. Peterson. Aber... seine Frau hat ihn noch betrogen hier mit ihm. Kann ich jetzt irgendwas fragen? Da. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. Do you mean
you're Harry's father. No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad as a dad. Also hat der Junge schon mal zwei Väter. Gut, auf Wiedersehen. So, jetzt müssen wir noch Hinweise finden, ne? Was der Darius da im Schilde führt. Aber wir haben ja geschlafen, jetzt müsste eigentlich den Jungen besser gehen. Ich geh mal kurz da rein. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Begeisterter kann man es nicht sagen. Hallo. So, I'm not bothered. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time. Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. Why are you sad? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. How was he toward? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. Na, woran das wohl liegt? He always offered me books. I liked books. Na, über den Typ. Entschuldigung, die Erkältung kommt durch. Goodbye, young. Jetzt habe ich den Typen, ich hab mir jetzt nicht so viel. Boah, der mit seinen Schmerzen, seiner Traurigkeit, weißt du was? Sollen wir den mal einfach aussaugen? Komm. Reden mal mit ihm und dann. So, may I ask you a few questions? I'm not bored. So, leichtes Opfer hier. Ist eh noch die ganze Zeit rumjaulen. Obwohl ich ihm jetzt schon Tabletten gegeben habe. Mal schön am Fenster machen, dass der Vater das sehen kann. Am Bett hier, in der Ecke. So. Death is so cold. I hoped it would be more meaningful. Joes Selbstladepistole haben wir bekommen. Mal gucken an. Neue Details. It's locked. Okay, aber die Pistole habe ich bekommen. Gucken, was die kann. 54 Schaden, 61 Schaden. Na, immerhin. Wie rüste ich die nochmal aus? Wie habe ich das denn hier gemacht? Ach, hier. Der liegt aber da ein bisschen ungemütlich. Naja. So, wie ist denn jetzt der Status hier in dem Bezirk? Kann ich auch sehen, ne? Bedenklich. Der hat noch Migräne, kann ich nichts gegen tun. Und bei dem weiß ich es noch nicht. Und der da, die Bronchitis, den habe ich auch noch nicht. Das ist der Typ, ja, da, für den wir hier Hinweise finden müssen, damit wir rein können. Ich hoffe, ich finde jetzt auch mal die Hinweise in dieser Folge. Ich habe gerade einen Sohn ausgesaugt. Kann ich ihm das sagen? Why is your relationship? Harry and I are so different. Why not change that then? How dare you tell me what? I don't doubt. I don't think. I'd like to never. Bla bla bla. Gut. Tschüss. War nett mit dir. So, jetzt bin ich ja hier, bin ich noch nicht im Untersuchungsgebiet, ne? Wenn ich hier hingehe. Ist ja genau das Untersuchungsgebiet. Alles, was in diesem Haus ist und drumherum ist. Hier gibt es zwei Eingänge. Einmal den Eingang. Ist aber, soweit ich sehen kann, ist der locked. It's locked. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen, nur von der anderen. So, bei der anderen Seite komme ich ja auch nicht rein.
Da tut sich ja gar nichts mit. Vor allem, da hinten steht er ja. Kann ich den irgendwie beobachten von hier? Ach, guck an, ich kann einfach beobachten. Ah, ich bin so blöd. Gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Da ist ja unsere Freundin. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just the friend of that stray poet who is always about. Richard Nidderkot? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Genug gesehen. It's locked or I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Ah, okay. Richard Nethercott und Clayton Darby. Die sind, sind da weiter runter. Okay. Na, endlich haben wir ja mal Licht in die Sache gebracht. Werde ich die mal finden, die Typen. Die sehen doch. Hier ist der Joe. Und der. Ach, da oben in der Kirche. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Alter, bin ich blöd oder ist die Kirche gerade erst aufgetaucht? Und dieser Weg hier unten. Der war doch nicht vorher da, oder? Hallo. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whittaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Ja, 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 ja. Ihr Leben. What do you mean when you say... All scientists are entangled in a world of causes and consequences. And most of them can't see the... Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Nee, ich glaube nur an Fakten. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. What do you mean when you say... All scientists... Achso, ich höre. Well, what... Ah, bla bla bla. Really, what... Oh. Neue Info. Tobias will die Epidemie mit Feuer bereinigen. Ah, cool. Schön. Tell me, Tobias. God will recognize you. Purification. Your lack. Your mind. Joseph. Vicar. So, und was wir da noch machen? Tobias glaubt, dass Joseph Larrabee, der Vikar von St. Mary's, einen falschen Glauben predigt. Oh, haben wir da eine kleine Quest gleich? What do you mean? Quite are you? Ich höre. Well, what? Jetzt hatten wir schon. Ne? Well, no, okay. Ich habe genug gehört. Aber. Good evening. Wir haben ja noch persönliche Fragen. Have you any friends? No. But I have... You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil. Das ist ja nett. Schickt er seinen Ziehsohn da einfach durch die Stadt. Wohin hat er den hingeschickt? Where did you send? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, where the pestilence and evil grows night after night. Wow. Neue Untersuchung, der Heilige Kreuzzug. Der ist ja nett, dass er seinen Typen da während der Epidemie, während hier so überall Räuber sind, dann noch auf einen Friedhof schickt. Do you know Nurse Dorothy Crane? I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in our country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Tja, die Frauen in die Politik lässt. Sowas aber auch. Sie war eine geheime Widerstandskämpferin in ihrem Heimatland.
So, you're not exactly a fan of... Nuns should be the only women allowed to take care of men. So sieht's aus. Typischer Priester hier. Nur die Frauen, nur die Nonnen sollen was machen und der Rest machen die Männer und so weiter. Sehr konservativ. Aber wir sind ja auch in einem anderen Jahrzehnt. Jahrhundert. Ah, kann ich auf den Friedhof gehen? Das ist wahrscheinlich dahinter, ne? Hallo, wer bist du denn? Excuse me, sir. Are you... Sorry, I'm new to Whitechapel. Ach, das trägt der Journalist Matrix beide von. Me, since you're a journalist. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Ganz schön clever. He has no relative? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Na, wie passend, dass wir direkt hinter der Kirche hier sind. Hinweise benötigt. Na komm, das überspringe ich mal eben. So. So. Okay. Goodbye. Alles klar, dann gehen wir mal hinter die Kirche. Dann suchen wir den Typen mal. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Erpressung, Whitechapel. Finde Richard Nethercott. Und dann finde den Briefkasten und den Brief. Aber hatte ich nicht noch hier eine neue Untersuchung? Ach, ich komme hier mal durcheinander mit den Menüs. So. Das da, ne? Finde den Jünger Samuel auf dem Friedhof. Verfolgen. Da hinten. Oh, das ist ja ewig weit weg, der Typ. Gut, vielleicht suche ich den später mal. Frage ist auch, kann man von einem Ort zu dem anderen Ort schnell reisen? Ach, das ist nur Stufe 10. Warte, ich helfe dir, schreit doch nicht so. Ist der gerade auf nichts aufgetaucht? Wow. Beißen, Alter. Zieh dich. Hat der mich gebissen, ey. Ich voll gebeißt. Geht ja gar nicht. Hüppala. Wo geht's denn da lang? Nirgendwo mehr hin. Okay, das Ende im Gelände. Im wahrsten Sinne des Wortes. Influenza. Häufig von Lungenentzündung begleitet. Können wir froh sein, dass wir hier alle keine richtige Influenza haben. Ach, da ist der unbekannte, komische, mit sich selbst redende Dichter, glaube ich. Haben wir hier noch was auf der Seite? Irgendwas, das ich mitnehmen kann? Irgendwas Wichtiges? Da, Flasche mit Alkohol. Perfekt. So, dann quatsche ich mit dem, weil ich bin jetzt schon gerade ein bisschen länger in der Aufnahme. Dann gucken wir mal eben, was der zu sagen hat hier, Mr. Shakespeare. Good evening, please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard
Dann erzähl mal was darüber. May I ask you a few questions? Extraordinary part of town, is it not? I'll be... What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. So, so. Darius ist ein ehemaliger politischer Aktivist aus Rumänien. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. Wow, okay. Tell me, Mr. Nethercott. The place is not beautiful per se. Do you not think it... On the contrary, sir. Whitechapel is full... What can you tell me about... Not much. And that's... Sie kann nicht reden. Hatten wir die schon? Nee, haben wir noch gar nicht kennengelernt. Sir Richard Nethercott, eine Muse, und er sieht sie als unzugängliches Mysterium. Mal gucken an. And have you ever tried... Maybe I prefer she remains an... Perhaps you're... One day, but... Okay, aber der weiß nichts über sie. If you such vivid. Oh yes. Jut, jut, jut. Ja, tut mir leid, wenn ich das gerade mal überspringe hier, weil das ist alles gerade nicht so für die Hauptquest förderlich. Deswegen mache ich das gerade ein bisschen weiter. Im Prinzip das Wichtigste kann man sofort nachlesen, wenn man eine neue Info erhalten hat. Und das andere ist, glaube ich, einfach nur Background zu den Leuten. Na, aber da bin ich ja noch ein bisschen länger dran. Jede einzelne Hintergrundgeschichte hören. Hier ist sonst keiner mehr, ne? Nee. Gut, haben wir das gemacht, dann suche ich jetzt noch kurz den Briefkasten und dann gehen wir bei der nächsten Folge zu Dorothy Crane und lernen sie mal kennen. Danke fürs Zuschauen, bis dann, ciao, ciao.